Hallo meine YouTuber, schönen guten Tag und danke schön, dass ihr meine Videos anschaut. Ich versuche mal heute ein paar Bilder reinzusetzen von dem Hausbau, dem Werdegang und Samstag bin ich wieder auf dem Land und dann mache ich mehr Video und ich muss da auch noch was berechnen wegen Mauer und ich habe viele kleine Mauerstücke und so. Die muss ich jetzt einmessen und ausrechnen, wie viel Beton, wie viel Steine ich brauche und allem und dran. Das mache ich jetzt schon stückweise jetzt. Und später, wenn das ganze Haus ist, kann ich eine Kostenzusammenstellung aufstellen und so. Dann werdet ihr sehen, was ein Haus kostet. Und Samstag habe ich auch eine Baubesprechung, wie das Dach jetzt gemacht werden soll, was für Pfannen und alles drum und dran. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, mit der Außenwände doppelt in keine normale Wände sein. Und man muss immer, wenn das Wichtigste ist, immer das Mauerwerk und das Dach, da muss man dabei sein. Am besten immer, damit man sieht, dass sie auch vernünftig macht. Genauso mit der doppelten Isolierung habe ich gehabt. Einmal das Dach isolieren und einmal daher die Decke isolieren, damit die Wärme zurückbleibt. Besser ist immer zweimal, wenn ich das Dach hält erstmal zurück und was näher die Drinnenwärme ist, kommen auf die Decke noch eine Isolierung mit Alu beide und damit das nicht durchgeht. Das ist dann zwei Stoppbrücken und dann ja und dann will ich auch mal gucken, wie ich das denn, wenn die Wand fertig ist, draußen so noch so ein Vordach baue ich selbst und erstmal die Mauern und so machen, damit man wieder die Erde aufschütten kann. Das werden bestimmt wieder so ungefähr 200 LKW sein. Wenn die Mauer hoch ist, da kommt bestimmt noch reichlich Erde zu. Und dann muss ich dann auch die Torgitter machen lassen und dann so die Auffahrt auch aus Beton und so. Und da muss ich auch noch was mauern, damit die Erde nicht rausspült und so. Durch die ganzen Reden ist viel Erde wieder gegangen und so. Das macht nichts. Das ist alles noch auf mein Grundstück. Dann brauche ich da nicht mehr aufschütten. Nur ich brauche jetzt gute Mutterbodenerde, was man kriegt. Das habe ich auch schon jemand. Meine Nachbarin hat ja Felder. Da kann man das holen. Sie will so ungefähr 350 bis 400 Teilbad pro LKW haben. Ja, dann muss ich den Träger noch bestellen, dass er für 1000 Teilbad das verteilt. So im, ja, 500 will er die Stunde haben. 400, 500 Teilbad die Stunde. Ja, der Diesel ist ja teurer, deswegen steigen ja auch die Preise. Aber man muss das ja. Ich will auch fertig werden und so. Vielleicht gehen das nochmal in 3 Monaten die Benzinpreise runter, dann spare ich auch wieder was und so. Ja, so kommt das Haus dann fertig. So kann man dann anfangen, hoffe ich, so Anfang Januar oder Ende Januar einziehen. Das sind vielleicht auch einen Monat früher. Ja, gestern habe ich einen Wasserhahn ausgewechselt bei mir zu Hause, bei der alten Wohnung. Das sind immer die Mietscheine, die halten nicht lange, 2 Jahre, dann fangen sie an tropfen. Und wenn die anfangen zu tropfen, läuft immer meine Pumpe. Nun das neue Haus, da habe ich alles von Gorch. Gorch, die Wasserhähne, das sind europäische und da kann man es immer auswechseln und so. Die kriegt man hier auch in Thailand gekauft jetzt und da brauche ich sie nicht schicken, aber wenn ich Ersatzteil brauche, da kann ich das Kleinigkeiten schicken. Das wäre billiger, als wenn ich jetzt ein Teil in Deutschland kaufe und das schicke. Wenn ich das mal vergleiche mit dem Rabatt, was ich da kriege, mein Bruder ist ja Klempnermeister, er kriegt ja auch Rabatte viel, dann frage ich auch vorher, was lohnt sich zu kaufen. Wie ich das auch angesprochen habe, habe ich mich jetzt mal informiert über Solaranlage. Ich bin immer noch am Überlegen. Ja, ich, so ungefähr, ich habe sowieso ein Pumpenhaus, denn nachher für mein Schwimmpool, da kommt ja die Speicherplatten rein, praktisch die für Strom zu speichern, die Batterien. Das habe ich ja genügend Platz, denn da kann ich das auf Regale bauen und so. Im Haus will ich die Batterien nicht haben. Ja, und da muss ich mal zusehen, was es kostet, das Gästehaus zu machen. Da kommt auch ein 10er Ytong Stein.
Wir mal sehen, wenn ich auch was Blendklinker kriege, dass ich meine Gästehaus und meine Küche verblenden kann. Das sieht auch schöner aus, denn nachher so mit Palmen davor und so. Ja, das wird ein schönes Grundstück. Meine Frau hat ja auch schon Pflanzen und so. Was sie jetzt 2 Jahre schon hier hat, das wird sie jetzt großziehen und so. Und dann kann das auch sofort ein Haus so. Wird auch noch so einen kleinen Brunnen gemacht. Da habe ich viel zu tun. Ist immer nach und nach für mich. Das ist eine Beschäftigung. Da habe ich mindestens 2, 3 Jahre Beschäftigung. Ja, ich freue mich auf den Swimmingpool. Da kann ich wenigstens mal schwimmen. Ist auch gut für meinen Rücken und so. Und auch für meine Knie. Da muss ich da auch eine Sonnenecke bauen. Dann will sie da hinten auch noch eine Sonnenende-Ecke haben. Da muss ich eine Brücke bauen. 2 Stück, damit man da rübergehen kann. Auf den kleinen Stück dabei, wo die Banane herhinkommt, die ganzen Stauden. Ja. Man muss immer so viel Obst einbauen, dass man es alles selbst versorgen. Und wir tun da ungefähr so, sagen wir mal, 60% versuchen wir uns selbst zu versorgen. Salate, Karotten, Kartoffeln ein bisschen und so. Ich esse auch nicht mehr so viel Kartoffeln. Wir essen mehr Reis und so. Dass wir nur ein bisschen Kartoffeln haben, so, und dass man nicht immer alles kaufen muss, ungefähr 50%. Die nehmen ja nicht viel Platz weg. Erdbeeren. Besonders viele Früchte will ich denn anpflanzen und so. Ich mag gerne Früchte essen. So wie Wassermelonen, da habe ich auch dann hinten Platz noch. Die wachsen ja auch viel. Zucchini will ich denn einpflanzen und so. Und dann muss ich mir eine Gefriertruhe da kaufen, damit wir das ganze Gemüse und Obst auch einfrieren können. Dann haben wir zwei Gefrierschränke mit einem Kühlschrank und dann noch eine Truhe. Ja, dann haben wir so weit, dass man das selbst versorgen kann. Ja, Fleisch kann da, Fische, ja, die sind schon alleine eingewandert, sagt meine Frau, sie hat schon ein paar gesehen, das ist schon mal gut. Die können wir auch selbst auf den Teich mal rausfischen lassen und so und wieder ansammeln. Immer kurz vor dem Regenzeit das rauspumpen und dann einsammeln und wieder vorlaufen lassen. Ja, da muss ich auch ausbaggern, weil ich dann eine Wassertank unterhalb baue und Beton und so. Das muss ich auch alles selbst machen. Das muss mindestens 30.000, 40.000 Liter sein. Das wird so groß wie ein Swimmingpool. Da kann ich die Erde auch wieder verbrauchen. So. Aber da muss ich das so machen, dass das Schacht ein kleines Stück 20 cm, 30 cm höher ist, damit das regnet, damit das Dreck nicht da reinspült. Damit man mit einem Leiter oder Steigeisen reinbauen, damit man es auch unten mal wieder sauber machen kann und so. Das soll kein Trinkwasser sein, das soll so Wasser für die Toiletten sein. Weil ich habe in meinem Haus 2 Systeme. Einmal Regenwassersammlung und einmal Trinkwasser, was man so kriegt. Da sind 2 Filters auch drin und so. Kostet auch mehr. Ja, das sind alles solche Sonderwünsche, was man jetzt haben möchte. Aber wer in Thailand wohnt, weiß, wie das Wasser ist. Da kommt viel Schlamm und Dreck in deine Leitung und dann macht die Hähne mit kaputt und so. Sag ich lieber so einen billigen Filter vorbauen und so. Das filtert auch so. Ich habe so eine Filteranlage, da kostet die Filter 40.000. Und die muss ich ja alle 3 Jahre auswechseln. Der zeigt ja an, wenn der Filter ausgewechselt muss, so 2, 3 Jahre. Es kommt immer auch an, was man an Trinkwasser nimmt. Und das ist sehr gute Qualität und so. Der Filter kommt von AW, die auch den Trinkwasser aufbereitet, kommt auch von AW. Wer in Thailand ist, kennt das ja, die Firma, das sind amerikanische. Da muss ich mir noch mal eine zukaufen, weil wir ja 2 Küchen haben, eine Außen- und eine Innenküche, damit wir beide immer das Trinkqualitätswasser haben und so. Ja, das kostet auch mal nochmal 60.000, alleine das Gerät mit Filter. Aber dann brauchst du nicht immer ein
Dings. Und dann, wenn du ein sowas hast, dann heißt das immer, du musst immer davon Trinkwasser holen und dann wieder rüberschleppen. Will ich nicht. Das soll alles gleich im Haus fertig sein. Wie heißt das? Besonders Bequemlichkeit machen und so. Ja. Und das will ich auch. Tja, dann schau mal die Bilder an. Ich hoffe, das geht das und so. Ich freue mich, wenn ich mehr Abonnenten bekomme. Nicht immer eins in die Woche. Und mehr Daumen und mehr Kommentare und so. Wenn ihr einen Livestream haben möchtet, kann ich auch anbieten. Und kann man auch darüber live reden und so. Ihr müsst nur nachfragen, was ihr wissen wollt und so. In Thailand ist auch wieder leichter reinzukommen, habe ich gehört und so. Ich kann da mal auch was überbringen und so. Wenn ihr wollt, mehr wissen über Immigration noch, kann ich auch erzählen. Nur da muss ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt viel Spielraum, was man machen kann bei Immigration. Über Versicherung kann ich auch Informationen mehr holen. Aber es dauert immer, bis man die Informationen kriegt mit Anrufen. Und dann, die müssen auch wieder zurückschreiben per E-Mail. Oder man kriegt da Kataloge zugeschickt und so. Kann ich auch mehr machen. Und so. Ja, ich vermisse nur meine Drohne und so. Ja, ich wollte die Mini, Pondici Mini 3 haben, Pro. Leider haben sie das nicht. Muss ich einen Monat warten, weil ich ein Kombo-Set bestelle und so. Ja, und dann ja, muss ich eben so lange warten. Ist ja gerade knapp 2 Monate auf dem Markt und so. Ist ja am 10. Mai rausgekommen und so. Ja, das ist das immer. Kostet nur 30.000 plus 5.000 oder 7.000 mit der Tasche, mit den Batterien 2, was größer ist, als was man in Europa nicht kriegen kann und so. Dann ist das ja über 250 Gramm und so. Damit kann man schon länger fliegen. Okay, dann bis nächstes Mal auf einem neuen Video. Ich wünsche einen schönen Tag und Dankeschön fürs Zuhören.